Heute ist hier Filmpremiere mein Blind Date mit dem Leben. Hauptdarsteller sind Kostja Ullmann und Anna-Maria Mühe. Wir sind hier gerade am roten Teppich und wollen mal sehen, dass wir sie gleich erwischen. Wie war das jetzt, die Rolle für Sie zu spielen? War das schwierig? Das war eine wunderbare Abwechslung, meine Frau zu spielen, die im Leben steht, die zwar alleinerziehend ist, aber damit kein Problem hat und gerne auch meinen Mann datet und einfach glücklich ist in ihrem Leben. Das war schön, im Gegensatz zu dem, was ich sonst gerne spiele, eher das Drama. Ja, alles klar. Und wie ist es so, mit Kostja zu drehen? Das ist herrlich. Wir kennen uns seit 13 Jahren. Vor 12 Jahren haben wir unseren ersten Film zusammen gedreht. Insofern ist es toll, weil man keine Vertrauensbasis aufbauen muss. Die ist schon da gewesen. Und das ist natürlich der große Humor, den der junge Kerl hat, der ist auch wunderbar. Die Hintergrundgeschichte ist ja schon ernst, aber Marc Rotemund hat es wahrscheinlich wieder ein bisschen komödisch dargestellt. Ja, ich würde sagen, es ist für jeden was dabei. Ich würde sagen, es ist für den, der Popcorn isst und danach aber gerne auch mal das Taschentuch aus der Tasche zieht. Also ich finde den Film wirklich sehr rund. Er hat wunderschöne Filmmusik. Die Schauspieler sind toll. Insofern hat der Marc Rotemund wirklich einen sehr besonderen, bezaubernden Film gemacht. Der ist ja auch sehr charmant. Ja. Gut. Dann vielen Dank. Einmal noch Tschüss in die Kamera sagen. Tschüss. Ganz München. Wir beide. Ganz Deutschland kennt ganz München. Ganz Berlin auch. Und falls dich nicht jeder kennt, stell dich doch mal kurz vor. Also ich bin Jakob und ich spiele hier in diesem Film den besten Freund von Salia Kawate und ich spiele die Rolle von Max. Genau. Und wie ist es so mit Kostja zu drehen? Es ist der zweite Film. Es ist immer eine große Wonne und eine innerliche Servolenkung. Ja, und wie ist es, der Freund von Blinden zu spielen? Von wem? Da es mit ihm ist, auch eine große Freude. Also, ich bewundere Kostja für seine Art und wie er spielt und er hat es ganz reizend gemacht, von daher war toll. Stimmung am Set? Konzentriert, aber auch lustig. Also das schafft der Kostja mit seiner Art auch immer ganz gut. Dein nächster Film? Weiß ich nicht, wurde ich jetzt schon mal gefragt, ich weiß es nicht, ich werde jetzt als nächstes einen Impro-Film drehen, der für ohne Geld ist und danach werde ich Theater spielen. Wir danken dir und viel Erfolg noch. Danke dir, Barbara, und ganz München. Kurze Frage, wie ist es, einen Blinden zu spielen? Ist es sehr schwer? Das ist wahnsinnig schwer, aber auch jemanden zu spielen, den es wirklich gibt, das ist natürlich noch die größere Herausforderung, da Sally natürlich in seinem Leben wirklich Unglaubliches geleistet hat und ihm da gerecht zu werden, das war so die größte Herausforderung. Jemanden Blinden zu spielen, das ist einfach auch viel Vorbereitung natürlich gewesen. Ich hatte 2 Monate mit Salia zusammen, er hat mich geschult, was es heißt, so wenig zu sehen. Zudem hatte ich auch noch Kontaktlinsen, die extra angefertigt wurden, die es mir dann auch ermöglicht haben, ein Gefühl dafür zu bekommen, was es heißt, so hilflos zu sein dann. Und wie gefällt dir München? Ach, München ist immer eine großartige Stadt. Ich bin ja so häufig zum Arbeiten hier. Für den Film waren wir 2,5 Monate, glaube ich. Ihr habt im Bayerischen Hof? Genau, im Bayerischen Hof zum Arbeiten und zum Leben. Und ich glaube, es gibt schlechtere Orte auf der Welt.